Yo, Freunde, was geht? Whitey hier und herzlich willkommen zum Unboxing, Freunde, von Skyliners Imaginators. Endlich geht es los, ja. Ich bin mega heiß drauf, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Da hat's geklingelt, Freunde, ja. Und da dachte ich so, oh, jetzt geht ab der Fisch hier, Freunde, ja. Und dann habe ich gesehen, alles klar, ne, kommt von Activision. Das Starterpaket, die Figuren, alles, was ich euch jetzt zeigen werde, das habe ich von Activision bekommen. Also vielen, vielen Dank dafür, ja, dass sie euch das zeigen, reviewen, let's playen, unboxen, komplett alles darf. Also wie gesagt, vielen, vielen Dank an Activision dafür. Und Freunde, hier seht ihr schon mal das Starterpack. Ich habe die normale Starter Edition für PlayStation und PlayStation 4 bekommen. Dazu kam aber noch mehr, Freunde, ja. Dazu kam noch mehr. Und zwar habe ich bekommen Master Starcast. Ja, richtig, richtig geil. Ich bin ja echt am Überlegen, die in den Verpackungen zu lassen, weil die Verpackungen mega geil aussehen, ja. Dann habe ich dazu bekommen Master Mysticat, ja, den Magie Skylander, auch mega episch, geil, ja. Und ich habe sogar noch einen dritten bekommen, Freunde, ja. Obendrauf gab es sogar noch Legendary Tweetip, den ich mir auch geholt hätte, glaube ich, ja. Also, ja, nicht schlecht auf jeden Fall, sehr, sehr cool, ja. Legendary Tweetip feiere ich übelst, ja. Der Flash, ja, der André, der hat den Chompy-Mage bekommen, da war ich ein bisschen neidisch gewesen, der hat sein Paket eher gehabt als ich und da dachte ich so, oh, Chompy-Mage, oh, wenn ich den nicht kriege, dann bin ich richtig eifersüchtig, ja, Freunde, aber da kam mein Paket, es war kein Chompy-Mage drin, nein, Freunde, ich habe aber was richtig Geileres drin gehabt als ein Chompy-Mage, ja, Freunde, ich habe Kristalle drin gehabt und zwar einmal den Luftkristall. Ja, den Feuerkristall haben wir ja schon im Starterpack, Freunde, und jetzt passt auf, jetzt kommt es. Bam, Junge, ich habe die 8 Kristallpacks habe ich. Ich habe den 8er Kristallpack hier, da ist alles drin, Freunde. Ich habe alle 10 Kristalle. Wir können von jedem Element ein Sensei machen. Boah, ein Sensei, ein Skylander machen. Richtig, richtig geil. Hier ist auch der Schattenstein drin, Lichtstein. Ich habe ja gehört, am Anfang sollen die ein bisschen selten sein. Hier und da, dies und das. Der Schatten wurde mir gesagt, ja auch vom André, dass der wahrscheinlich erst nur in der Dark Edition zu bekommen sein wird. Aber wir haben ihn auf jeden Fall auch schon, Freunde. Mega geil. Das heißt, Freunde, wir haben wirklich alle Steine. Wir haben 10 Elemente, alle 10 Steine. Ich feiere das so hart, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja, das bringt unser Let's Play auf jeden Fall voran, weil ich das Let's Play ja darauf aufbauen will, auf den eigenen Skylander machen. Ja, und wir haben alle, Freunde, mega, mega geil. Kann ich nur mehrmals sagen, vielen, vielen Dank Activision dafür. Die 8 Kristalle, Freunde, das Unboxing gibt es ein wenig später, kommt heute auch noch, aber wird jetzt nicht in diesem Video hier mit reingepackt. Ja, da werde ich jetzt ein extra Video zu machen. Und wir packen jetzt erst einmal die Starter Edition aus. Ja, gucken mal, was da Schönes drin ist, Freunde. Na gut, was soll da Schönes drin sein? Ja, da wird das Portal drin sein, das Spiel wird da drin sein, da wird komm raus. Da sind die Figuren drin und der Stein. Hier haben wir einmal das Spiel. Genau, sehr cool. Hier sehen wir schon die Werbung für Netflix. Ja, kommt jetzt ja auch bald. Die Skylanders Academy. So, dann haben wir hier das wunderschöne Poster. Da sehen wir ein paar Kleber. Ah, so, hier sehen wir Kleber, Freunde. Guck mal da. Das finde ich cool. Da können wir dann unseren Namen, unseren Skylander draufschreiben und die Klasse noch dazu kleben. Das werden wir uns jetzt gleich mal anschauen. Das feiere ich übelst, muss ich sagen. Also das finde ich auf jeden Fall eine sehr coole Idee. Ich habe mir schon die ganze Zeit überlegt, wenn ich 10 Skylander habe, ja, irgendwann hat man die natürlich im Kopf, ja, ist klar. Aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ne, soll ich mir die nicht in Screenshot machen? Soll ich mir die dann nicht ausdrucken? Soll ich die dann da draufkleben oder so? Das wurde mir jetzt gerade abgenommen, muss ich sagen. Also, ja, vielen Dank dafür, ja. Komm raus, du Stein. Ja, erst der Stein, Freunde. Alles andere ist egal. Wenigstens wir haben den Stein in der Hand. Ja, hier ist der Feuerkreationskristall. Der sieht mega, mega geil aus auf jeden Fall. Ja, richtig geil. Jetzt habe ich die auch endlich mal in der Hände. Ja, Freunde, ich durfte sie ja nicht anfassen, richtig. Ja, ich sage, das ist ganz, ganz schlimm. Komm raus hier. So, ein bisschen Krach gemacht, Freunde. Ist aber egal. So, die Golden Queen holen wir auch noch raus. Komm, 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 komm. Ja, genau, so geil. So, weg. Das war nix, ja, das hatte ich anders geplant. So, Freunde, hier haben wir das Swap Force Portal. Ja, das alte Portal aus dem dritten Spiel, ja, ist genau dasselbe. Ja, brauchen wir uns eigentlich gar nicht weiter anschauen, außer natürlich die Leute, die das erste Skylander ist. Ja, das Portal gab es schon mal halt zum dritten Teil.
Da konnte man die Skylander, die Ober- und Unterkörper miteinander kombinieren. Ja, ich denke mal, da werden die das auf jeden Fall wieder so gedacht haben, jetzt kann man sagen, jetzt Skylander mal, jetzt kann man so viel ändern, ja, da können wir auf einmal das gleiche Portal nehmen. Okay, dann ist es auf jeden Fall so. So, Freunde, hier haben wir die Golden Queen, ja, ist ja im Starterpack mit enthalten. Sehr, sehr cool. Extrem leicht, die Figur. Sehr, sehr leicht. Warum, weiß ich gar nicht. So, dann haben wir, auch der ist sehr leicht. Irgendwie kam der mir breiter und dicker vor auf der Gamescom und in London, muss ich sagen. Komisch auf jeden Fall. Also der kam mir auf jeden Fall schwerer vor. Na gut, okay. Ja, hier haben wir Kingpin, Master Kingpin. Auch gut. So, Freunde, und dann haben wir natürlich, wie gesagt, haben wir... Ne, Moment. Wir packen die Figuren gleich aus. Lass uns erst einmal was anderes gucken. Und zwar, genau, dieser Kleber hier. Können wir den... Ist kein Platz für, ne? Nee. Okay, wir könnten, rein theoretisch können wir jetzt einen Kleber nehmen und hier oben drauf kleben. Das könnten wir wahrscheinlich machen. Ach, guck mal, da steht's doch, okay. Okay, wir sollen die Klasse nehmen und da unten aufs Feuer drauf kleben. Okay, Name drauf und dann... Ach, auf dem Poster. Okay, Moment. Das schauen wir uns einmal an, Freunde. Auf dem Poster sollen wir dann halt das Namensschild draufkleben. Schauen wir einmal, würde ich sagen. Juhu. Jawohl. So. Ah, nein, ich habe mein Poster zerrissen. Oh, da seht ihr das. Oh, Alter. So, Freunde. Hier haben wir das Poster, das wunderschöne. Ihr könnt sogar sehen. Und da unten seht ihr dann, können wir dann halt den Name, das Namensschild draufkleben. Kann man machen, natürlich, ist auf jeden Fall nicht schlecht, wenn man sich das Poster aufhängen möchte. Ja, dann kann man das definitiv machen. Das war mein Handy, tut mir leid dafür. So, dann sehen wir einmal den Überblick. Hier sehen wir zum Beispiel die Truhen, ja. Hier haben wir Chaos, hier haben wir Master Bloom. Hier haben wir Master Wildstorm, alles die Skylander, die noch nicht so öffentlich waren. Hier haben wir sogar Grave Glubber, der jetzt Wasser ist. Früher war er ja Erde, was ich noch nicht ganz kapiert habe, wo ich aber mal die Geschichte abwarte. Ja, Freunde, also hier haben wir das Poster. Sehr, sehr nette Idee, dass man das Namensschild also draufschreiben kann und hier unten draufkleben kann. Und mit den Klassen finde ich natürlich noch besser, dass man die dann halt vorne draufkleben kann. Muss man nicht, kann man halt machen. Ja, ich glaube, ich werde es... vielleicht werde ich es tun, ich weiß es noch nicht. Wir werden mal abwarten, Freunde, Ich bin mal gespannt, ob in jedem Kristallpaket so etwas sein wird. Müsste eigentlich, ja, eigentlich müsste das. Ich bin immer sehr gespannt aufs andere Video, Freunde, dann werden wir es auf jeden Fall weiter herausfinden. So, jetzt kümmern wir uns um die anderen drei Skylander. Wir fangen an mit Master Mysticat. Ich versuche jetzt, wie gesagt, die Verpackung wirklich so aufzumachen, dass ich mir die Verpackung hinstellen kann, weil ich feiere diese Verpackung so hart. Ja, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Hier einmal leicht, genau so. Ah, an der Seite ist festgeklebt, alles klar. Einmal von hier, so. Einmal von hier, genau. So. Und einmal so. Und einmal so. Und einmal so. Tada! Da ist er! Master Mysticat, ein Zauberer. Yeah, komm raus. Uah. So, du weg. Da haben wir ihn, Freunde. Juhu! Da ist er. Master Mysticat, sehr, sehr cool. Geil, auf jeden Fall. Juhu, sieht aus wie eine Katze. Mega. Cool. So, Verpackung, Freunde, ja, können wir zumachen, vernünftig. Machen wir hier so zu, passt mal auf. So, ne, guck mal hier. Geil, oder? Wunderschöne Verpackung, kann man sich jetzt ganz gepflegt dahinstellen. Passt. Freunde, passt auf jeden Fall. Ja, was will man mehr? Freunde, was will man mehr? So, wir machen weiter mit Starcast. Den Lobster für Arme, würde ich sagen. So, ganz langsam und vorsichtig. Ganz langsam. Ja, genau so. So. Wow, okay. Da haben wir ihn. Starcast habe ich auch schon mitgespielt. Sehr, sehr krasser Skylander. Geht auf jeden Fall richtig ab, muss ich sagen. Ah. So. Da haben wir ihn. Ja, also Lobster halt. Hier. Lobster wegen den Sternen. Ja, und
ja, Slam Bam halt wegen den Armen. Also das soll so eine Kreuzung zwischen Lobster und Slam Bam sein, ja. Gut, ist auf jeden Fall so. Die sind aber mega groß. Wenn man das mal zu den anderen Skylindern vergleicht, ja, ist das schon echt krass, ne? Die sind übelst groß, die Skylinder. Richtig, richtig krass, ja. Richtig krass. Juhu. So, Freunde, und dann haben wir noch Legendary Tweetip. Ja. Neue Legendary Variante. Finde ich mega geil, die neue Legendary Variante. Das Schwarz hat mir nicht so gefallen, die schwarz-goldene. Das war nicht so meins, ja. Aber diese neue Legendary Variante, Freunde, ne, die finde ich übelst. Gerade beim Pit-Boss sieht die auf jeden Fall geiler aus, muss ich sagen. Ja! Hallöchen. Ja, Tweetip. Legendary Tweetip. Juhu, da ist er. Ja, Freunde, mega, mega geil. Ja, guckt euch an, was wir hier so schöne schon haben. Ey, richtig gut. Dazu noch der Stein, Freunde, ja. Und die anderen Steine, die gibt es dann in einem extra Unboxing. Also mega, mega geil. Ja, mega, mega geil. So. Juhu. So, da oben hin, schöne Verpackung. So muss es auf jeden Fall sein. So, Freunde, ja, ich werde auf jeden Fall mit dem, was ihr jetzt seht und natürlich mit den Steinen, werde ich ein oder zwei Folgen schon aufnehmen, ja. Eine Folge wird auf jeden Fall heute noch kommen vom Let's Play, die zweite wird dann wahrscheinlich morgen kommen und wenn der Release dann halt auch morgen ist, ja, dann werde ich nochmal losfahren, nochmal 2, 3 oder 4 Senseis dazu kaufen und... Dann, ja, Freunde, ne, dann starten wir das Let's Play auf jeden Fall richtig los, ja. Also ich freue mich auf jeden Fall, jetzt habe ich das Spiel selber in der Hand, Freunde, jetzt können wir richtig Gas geben. Ich bin mega, mega geil drauf. In dem Sinne, Freunde, ich bin raus für heute, ja, vielen, vielen Dank nochmals an Activision, ja, die mir das Spiel zur Verfügung und die Figuren zur Verfügung gestellt haben. Und vielen Dank an euch, die sich das Video angeschaut haben. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, Abo dalassen, um keine Folge mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, Freunde, dann sehen wir uns im neuen Video wieder. Also habt noch einen schönen Tag, vielen Dank, haut rein und Peace.